Also ich werde euch jetzt die aber nicht zeigen, ne? Könnt ihr ja selber ausprobieren, wenn ihr das Spiel habt. Oh, scheiße, jetzt machen hier die Gargantua-Zombies mit. Die sind scheiße. Die haben eine große Verteidigung. Die haben auch hier einen ganz kleinen Baby-Zombie auf dem Rücken. Und der kann halt den Baby-Zombie weit schmeißen, relativ weit. Ich glaube, bis zur vorletzten oder drittvorletzten Reihe. Und dann greift der auch an, der kleine Zombie hier. Aber dafür hat der eine sehr geringe Verteidigung. Also der geht relativ schnell down. Aber der hat eine verdammt hohe Verteidigung. Der Gargantua-Zombie. Auch scheiße, ey. Da wäre es empfehlenswert, für den Gargantua-Zombie die Kirschbombe und die Jalapenos zu nehmen. Ja, mindestens. Ich weiß nicht, ob die Schnapper den auch auffressen können. Wäre natürlich super, wenn ja. Aber Banshee-Zombies machen jetzt nicht mit. Dann nehme ich mal einmal einen Knoblauch mit. Und das, genau. Das müsste eigentlich reichen. Oh, die sind gefährlich. Aber ich glaube, das ist jetzt auch das vorletzte Level, ne? Kann ich jetzt nicht sehen, so genau, weil da jetzt meine Aufnahmezahl ist. Aber naja, okay. Wird wohl so sein. Ah ne, ich glaube 5-8 soll das sein. Ja, 5-8. Ne, dann ist das das drittvorletzte Level. So, da pflanze ich schon mal die Duplinatoren hin. Und weitere Blumentöpfe. Ne, Quatsch. Erstmal hier. Meine Katapultpflanzen brauche ich ja erstmal. Jetzt weiß ich allerdings nicht hundertprozentig, wo ich die jetzt hinpflanzen soll, die Knoblauch-Zombies. Ach Quatsch, was meine ich da? Oh, Entschuldigung. Ja, ne, vor der Walnuss ist es eigentlich sinnlos, glaube ich. Ja, das ist eine gute Frage. Also hier werde ich definitiv die Schnappers hinpflanzen. Hier wechsle ich mich erstmal wieder ab. Das mache ich bei jedem Level jetzt so. Und hier werde ich auch wieder die Cornerpulte dann hinpflanzen. Ja, das ist zwar sinnlos, aber ist egal. Ist eigentlich Hose wie Jacke. Ach, was mache ich da für einen Scheiß, ey? Ich brauche erstmal einen Cornerpult. So, genau. So, dann werde ich hier eine komplette Reihe Cornerpulse hinpflanzen und... Ja, wo soll ich denn jetzt das Knoblauch hinpflanzen, ey? Ach komm, ey, dann mache ich das hier direkt. So. Das müsste eigentlich auch reichen. Ich hoffe ja nicht, dass jetzt schon so ein Gigant-Zombie kommt, ey. Das wäre scheiße. Ich bin noch nicht so richtig vorbereitet. Doch, scheiße! Okay, 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 okay. Jetzt wird es ein bisschen gefährlich. Erstmal ein Jalapeno. Und eine Kirschbombe, ganz schnell. Ja. Ja, toll. Fantastisch. Da fehlt mir jetzt ein Cornerpult. Puh. Okay. Na komm, noch eins, ey. Ach, das war gerade der Zombie. Ich habe mich gerade gefragt, was war das denn jetzt für ein Geräusch? Aber der hat ja am Knoblauch rumgeknabbert. So. Ah ja, seht euch jetzt einen Pylon-Zombie oben an. Der knappert jetzt daran, macht ein doofes Gesicht, steckt die Zunge raus und geht in die nächste Reihe. Genau. So. Aber bei den
Gigantos klappt das, glaube ich, nicht. Glaube ich nicht. So, wo kommt jetzt der Giganto? Da kommt garantiert noch einer. In der Reihe. Okay. Nee, warte mal. Der ist das, glaube ich. Ja. Erstmal Jalapeno. Und dann die Kirschbombe. Rums. Und das war's. Ja, eine weitere, stärkere Katapultpflanze. Sehr gut. Und zwar sind das die sogenannten Melona-Pulten. Verursacht großen Schaden an Gruppen von Zombies. Also das heißt nicht nur ein Zombie, sondern auch die benachbarten Zombies. Aber das werden wir hier so oder so gleich sehen. Müsst ihr mal gleich selbst mal drauf achten, wie das ablaufen wird.